Ja, einen schönen guten Abend aus dem Volkswagen-Club im Weserstadion zum VW-Talk. Heute mit einem Spieler, wo ich mich sehr, sehr freue, denn das Gesicht hatten wir hier noch nicht. Und er erfrischt mit dem Fußball, den er aufs Feld bringt, unsere Nummer 27, Florian Grillitsch. Flo, musst du dich manchmal selber zwicken, wie schnell das jetzt plötzlich gegangen ist, ein Bundesligaspieler zu sein? Ja, also ich muss sagen, ging schon schnell jetzt, die letzte Woche. Gleich 3 Spiele von Beginn an, aber freue mich natürlich. Kommen wir mal aufs Spiel heute. Am Ende stand ein 1:3 und Viktor hat es eben auf der Pressekonferenz gesagt, man muss neidlos anerkennen, Borussia Dortmund hat das Spiel verdient gewonnen. Trotzdem, die Fans gerade in der ersten Halbzeit waren unter Spannung und voller Hoffnung. Ihr auch? Ja klar, also ich denke, erste Halbzeit haben wir das ganz gut gemacht. Wir sind hinten kompakt gestanden, haben nach vorne gut agiert, sind zu Chancen gekommen und davon haben wir eine genutzt. Und das 2:1 vor der Halbzeit war etwas bitter. Aber wir haben uns dann mehr vorgenommen für die zweite Halbzeit und leider hat das dann doch nicht gereicht. Ihr habt so ein neues Ritual. Ihr kommt relativ früh aus der Pause zurück aufs Feld. Dann gibt es sogar noch mal eine Aufwärmübung und dann wartet ihr auf den Gegner. Was hat es damit auf sich? Ja, da müssen Sie den Konditionstrainer fragen. Also das ist eine Anordnung von ihm, damit wir für die zweite Halbzeit wieder spritzig sind. Das hat leider heute nicht ganz so geklappt. Was waren die Gründe, dass die zweite Halbzeit dann wirklich weniger stark aussah? Ja, also ich glaube, dass nicht nur an uns lag, sondern Dortmund hat das natürlich auch gut gespielt. Die haben so eine individuelle Klasse, natürlich schwer. Vielleicht war der eine oder andere schon etwas müde, müde Beine, weil doch das dritte Spiel schon war. Aber wie gesagt, die individuelle Klasse von Dortmund ist natürlich gut. Ist überragend, muss man einfach sagen. Und Borussia Dortmund ist eine englische Wochenmannschaft. Die sind das durch den europäischen Wettbewerb ja absolut gewohnt. Während für euch das, glaube ich, doch nochmal eine Herausforderung ist. Einfach eine andere Belastung. Ja, also klar, viele englische Wochen haben wir nicht. Ich denke, die letzte englische Woche war nicht so gut mit 3 Niederlagen. Jetzt hatten wir 3 Spiele, 2 Siege, 1 Niederlage. Ich denke, darauf können wir aufbauen. Flo, dein Trainer, Viktor Skripnik, hat über dich gesagt, du bist leichtfüßig und du weißt, bevor du den Ball annimmst, schon, was du dann mit ihm machen willst. Wie lernt man das? Ich weiß nicht. Also ich glaube, lernen kann man das nicht. Also auf sowas habe ich noch gar nicht geachtet. Also das ist einfach so, ich versuche, dass ich klare Aktionen habe und das ist einfach Intuition. Wie ist denn eigentlich der Weg von Platz 11 aus der dritten Liga dann rüber hier ins große Stadion, auf die große Bühne? Ist das kontinuierlich aus deiner Sicht oder war das schon jetzt überraschend, dass es auf einmal richtig geknackt hat? Ja, also ich bin ja jetzt seit Sommer bei den Profis dabei und natürlich ist eine Umstellung von dritter Liga auf Bundesliga, aber ich versuche immer mein Bestes zu geben und ich denke, es klappt ganz gut bis jetzt. Fühlst du dich schon als richtiger Bundesliga-Profi in diesem Augenblick? Ja, so richtig realisiere ich das noch nicht. Aber ich versuche halt, dass ich so viele Spielminuten wie möglich bekomme. Und das natürlich auf höchstem Niveau in der Bundesliga. Wie hat man dich eigentlich gefunden? SKN Pölten, glaube ich, oder Pölten als Juniorenakademie ist der Ursprung. Und wer hat dann gesagt, Flo Grillitsch, den wollen wir nach Bremen holen? Das war damals Bernd Pfeiffer, der Scout von Thomas Schaaf noch. Die waren zugucken in St. Pölten und da war sogar Trainer Viktor Skripnik mit. Und ja, dann habe ich mich dafür entschieden, diesen Schritt zu machen. Welche Rolle spielt für dich, dass wir ja im Prinzip ein Ösi-Club sind? Also so aus langer Tradition, mit Andi Herzog angefangen, anderen, Heimo Pfeifenberger, sicherlich Figuren, die auch du kennst, obwohl du viel jünger bist, die nie hast wirklich spielen sehen. Ist das auch ein Grund, nach Bremen zu kommen und sich hier wohlzufühlen? Ja, sicher auch ein Mitgrund. Natürlich ist es immer schön, wenn man ein paar Leute aus der Heimat hier hat. Wegen der Sprache auch. Also ist ein bisschen einfacher. Und zum Einleben ist auch ganz gut, ja. Wer ist denn dein nächster Kumpel hier? Ja, ich hänge eher so mit den jungen Spielern ab, wie Max Jägerstein, Lukas Fröde, Jannik Sternberg. Aber ich verstehe mich natürlich auch mit Sladi sehr gut. Ja, mit Sladi könntest du ja auch über die A-Nationalmannschaft mal reden. In Österreich ist große Fußball-Euphorie. Die Qualifikation hat, glaube ich, die Nation zu höchst
Gefühlen gebracht, was Fußball anbelangt. Und Marcel Koller ist der Trainer. Sladi empfiehlt dich da? Das weiß ich nicht, ob er mich empfiehlt. Aber ja, ich spiele jetzt in der U21. Da haben wir auch schwere Quali vor uns. Und da haben wir 3 Spiele, 3 Siege. Jetzt im November geht es gegen Deutschland. Also natürlich prestigeträchtig. Und wir wollen uns für die U21 EM qualifizieren. Was denkst du, ist das Schwierigste für einen jungen Profi, der gerade erst ins Wasser gekommen ist, der jetzt in den letzten Spielen klasse geschwommen ist? Was denkst du, sind die größten Herausforderungen, die du jetzt meistern musst? Ja, also ich denke, die Erwartungen werden höher. Ich glaube, dass ich gute Leistungen weiterhin bringen will. Ich hoffe, dass ich das Vertrauen bekomme vom Trainer. Und dann will ich natürlich mein Bestes geben und meine Qualitäten zeigen. Wir wollen jetzt nicht darüber reden, wie die Aufgaben in Augsburg und dann in Wolfsburg zu bewerten sind. Das liegt jetzt noch mal ein bisschen hin. Näher ist schon der Termin morgen, Auslosung DFB-Pokal. Und da gibt es eine Wette unterm Trainerteam. Ich glaube, Viktor meint Hertha oder Mönchengladbach wird's. Was schätzt du? Ich weiß gar nicht. Also ich lasse mich da einfach überraschen. Am schönsten wäre natürlich wieder hier im Weserstadion ein Heimspiel gegen einen Bundesligisten. Gegen Bundesligisten. Muss ja nicht ein FCB oder BVB sein. In diesem Sinne, wir sind alle gespannt auf die Auslosung. Es war total sympathisch, dich kennenzulernen hier beim VW-Talk. Alles Gute für euch, schönen Abend. Danke, Florian Grillitsch. Danke.